Eins. Hallo! Hallo und zur neuen Folge willkommen, wo die dicke Action abgeht. Ja, Mann. Die dicke Boah, Action, die geht erst Alter, wirklich. hab ich den Shifter perfekt hinmanövriert, obwohl ich das gar nicht Alter. wusste. Obwohl ich gar nicht wusste, dass da Boah. Battle abgeht. Dabei Wow, können Schiffe in dem Moment. Spiel gar nicht helfen, glaube ich. So, die Athener wollen. Dein Cocksacken. Ne, die wollen Krieg gegen Epirus joinen. Epirus ist zwischen uns, die müssen wir sowieso irgendwann wegmachen, ne? Ja. Aber, also, ist das dein Handelspartner oder was? Oder Nee, dein Kollege? das ist mein Client State. Das heißt, es ist quasi meine Bitch. Also wenn ich den einfach nur sage, dann ist kein Ja, Ding. komm, aber wenn Athen dann gegen den schon mal ein bisschen miesen anschiebt, ne? Ja, die Sache ist, der Athener ist ja schon mit dem im Krieg. Ja, gut, dann kannst du dem auch joinen. Dann kannst du mich auch direkt Ja. mitnehmen. Wobei, eigentlich solltest du mich nicht direkt mitnehmen. Ich Nee, habe du oben hast im eh schon Norden schon Krieg mal mit genug einem. Probleme. Ich dachte, du hast eh schon Krieg. Ne, mit dem habe ich noch keinen Krieg. Und Epirus, was wollen sie? Die wollen einen Friedensvertrag mit mir. Nein. Wenn ich im Grunde genommen, ich wette, das ist ja von der Logik her, wenn ich das annehmen würde, wäre es natürlich, wäre Athena pissig auf mich. Aber ich wette, die Game-Logik ist nicht so weit, dass wenn ich jetzt annehme, dass Athena denken, hey, der hat bei mir auch angenommen, alles cool. Wäre wahrscheinlich so, ja. Was mache ich denn? Komm, wir machen mal Peace Treaty, wenn du mir dicke Money gibst. Dicke Money Payments. gibst. Wie viel, komm, gib mir mal 1000 oder 1000. 1000. Ah, schade. Dann ist es ja nicht meine Schuld, wenn sie nicht annehmen. Du hast es ihnen ja Oh, jetzt ist angeboten. das Battle. Battle. Mal ein richtiges Battle, ne? Was weiß ich, ey. Ich Machen zoome wir schon mal Spectate. ran. Zu sehen. Das Einzige, was die Level Freeman gut, also die komischen Alter, das normalen Autobattle Quests. hättest du auch gewonnen. Nice. Ja, ist ja langweilig, die ganze Zeit nur Auto battlen. Ja, könnten wir aber machen. Wir könnten. Und will So, Total wir sehen uns nach War dem spielen. Ladescreen. So, willkommen zurück. Lol. Ew. Also ich muss echt mal die Grafik. Ist die Grafik echt auf Low oder kommt mir nur so Na, das vor? hättest du gerade in der 3-Sekunden-Pause, die wir gemacht haben, machen können. Ja, das stimmt allerdings. Okay, ich habe Pike, 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 Hoplites. Hoppalites. Hoplites. Hoppeliten. Hoppeliten, Hoppeliten, Hoppeliten. Pike. Ich sortiere mal kurz eben nur. Ja, lass dir Zeit. Ja, das ist meine Pike Phalanx. Die mache ich am besten in Dreierreihe. Weh? Oh. Dieser Busch hier. Hier drei. Oh, das ist ein Stumpf. Kann man da was reinschieben? Zwei. Bitte die Animation. Das ist ein Hakenkreuz, ich sag's euch. Warte, kann ich das hier so hinhaben? Bearer. Ich sag euch, die Entwickler sind alle Nazis. Allesamt. Hier dieser Busch erst. Seht ihr das? Das Dreieck der Illuminaten. Okay, das war jetzt vielleicht kein Dreieck. Willst du Alter. linke, rechte Mitte haben? Ist mir egal. Dann kriegst Oh du. mein Gott. Seht ihr das? Diese Büsche. Die bilden das Dreieck der Illuminaten. Illuminati confirmed! Okay. Halt. So, ich habe die linke Flanke und die Mitte. Dann hast du das rechte. Was, habe ich den schwulen Kommandanten? Ne, ich hab den. Der kämpft für mich mit, weil es ist nicht so ein Pussy-General wie bei dir. Was ist denn das hier für ein Krebsgeschwür, was ich da habe? Denn. Das sind Hopliten, also normale Speerkämpfer, aber guck mal, das ist Tier 1, ja, das ist Very Heavy Spear Infantry. Also die macht nicht viel Damage, aber die stirbt einfach nicht. Okay. Das auf den Punkt zu bringen. Abfahrt! Und die Kavallerie, die ist krank. Die ist geil. Ist geil, okay. Oh, die nehmen wir schon 1, schon 2. Alter, wenn die in so eine geschlossene Formation kommen, kommen die richtig Nazen. Ich baue mich schon mal auf hier so. Ja, wir machen einfach den üblichen Trichter des Todes und verlangen in die Mitte. Was? Hast du den nochmal umgestellt? Ja, wir müssen ja entsprechend. Du kannst ja so einen Trichter des Todes einfach machen. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich wäre froh, wenn die da reinlaufen. Das wäre sehr fair. Gucken, dass du die Kavallerie nicht in die Level Freeman schickst, weil die Level Freeman sind trotzdem Speerkämpfer, auch wenn die scheiße sind. Ja, gut, das macht schon Sinn, ja. Hier, das sind die einzigen heftigen. Das hier. Der Osworn-Trupp da. Haben wir auf Deutsch erst. Das sind die einzigen guten von denen. Der Rest ist Keltische Crap. Steinschleuderer! Ja, die sind auch Crap. Achso, ne, welche meinst du?
Den Oathsworn. Siehst du, wenn der ransucht, der einzige. Eidgeschworene Meros. Ach, die Thracian Warriors, die können wir fertig machen. Korrekt. Da hinten ist ein AT-AT. Was? Was? Star Wars 7 confirmed. Star Wars 9 confirmed, ja. Lass die erstmal ein bisschen in die Mitte reinrennen. Ich glaube, ich nehme den hier schon mal nach hier hinten, ja. Dann sieht das nämlich so aus, als ob wir Skill hätten. Komm erstmal hier guck hin. Guck, dass er dann später einfach irgendwo reinchargt. Ja, von hinten halt, ne? So richtig. Ja, aber dann muss man wieder rausziehen. Muss man rein raus, ne? Ja, schon okay. Ich hab ja meine Buttons hier, mit denen ich da drücken kann. Ja, aber so. Das ist ja die Schockkavallerie. Das ist ja nicht die Nahkampfinfanterie. Wow, die KI ist echt wieder auf dem auf dem Leistungsniveau von 2014. Die Pikes, ey! Warum stehen die Pikes nicht so wie die anderen Pikes? Egal. Inbound. Uah! Raus. Oh, scheiße. Ja, zwei getötet worden, okay. Ja, lass die Falle zuschnappen. Oh, ich hab deren Kavallerie fast ausgelöscht. Nein. Unser General wird angegriffen. Wir erwarten eure Befehle. Greift an, Söhne des Alls! Obliegt bereit! Obliegt vor! Durch vorwärts! Ach ja, Alter, das ist so spannend. Aufgeräumt von hinten. So, wie ich ja gerade gemacht habe. Obliegt bereit! Kuder! Guck nur, ist ein Oath. Wo ist der Oath? Oathsworn. Wo ist der? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Scheiße, Alter. Du hast da einen Hoppler-Trupper, den kannst du nach links ziehen. Ich bin gerade alle nach hier reinziehen. Den hier. Ja, dann lass das da dicht machen. Ich habe meine Pikes kommen auch von hinten und machen da richtig dicht. Ich will eigentlich mit denen da die Front ein bisschen halten. Also so schwer, so schlimm ist das jetzt gerade nicht. Ich will mit meinen Pferden gerade mal von hinten ein bisschen ausdüngen, ausrasieren hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Weißt du, was ich meine, so? Ah ja. Lass die Pikes von hinten. Nice. Ja, das war mega gut, ey. Und da fliehen sie. Und da fliehen sie, weil sie Bob sind. Mach hinten dicht, mach hier dicht, dass sie nicht weglaufen können. Aber wenn du eine Kavallerie mal hier reinziehen könntest, in die Offsworn. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Das ist super gut. Inbound. Der Reitertrupp ist ja echt voll geil. Guck, dass du nicht... Ja, ich weiß nicht, ob das so viel bringt, wenn du da durchrennst. Anscheinend. Okay. Ja. Okay, ja, du hast auf jeden Fall genug Support hier vorne. Ja, wir müssen jetzt aber die Oathsworn alle. Wie gesagt, das ist der einzige gute Trupp von denen. Ja, gut, aber guck dir das an, ey. Das ist jetzt der Kessel des Metzels. Und ich will, dass du sie alle tötest. Wie viele Kills haben die denn bis jetzt? Wie viele Kills haben meine Pikes denn so? Was? Ein Man Wavering? Warum waverst du? Du darfst waveren. Warum? Alter, warum ist der jetzt gut? Ach, da ist noch ein Trupp. Oh. Obliegen bereit! Führung! Detailrennreiterei! Hä? Obliegen! Okay, die Front haben wir auf jeden Fall. Die Typen würden gerne fliehen hier, die Kollegen. Ja, ist mir scheiße. Ja, ich bin mal... Oh, guck mal, jetzt von allen Seiten. Boah, Alter! Nein, das ist ja richtig Gangbang! Continue. Ja, Mann. Jetzt sind sie alle. Boah, ich hab gerade irgendwie so 15 FPS oder so. Wisst ihr was? Ich rendere das Video einfach mit 60 FPS, damit das cool aussieht, aber einfach keine 60 hat, ja? Das ist eine gute Taktik.
Alter, ja. Das ist so ein... Als ob die sich da nicht untereinander bei töten, ne? Das ist so retarded. Fuck. Korrekt. So. Also, siehst du das? Durchrasiert. In sechs Minuten. So, weil dann kann ich jetzt auch mal meinen Timer starten, das habe ich gerade vergessen. Weil Alter, nämlich guck mal, wie viele Kills die Kavallerie hat. Wo kann man das denn sehen? Da, beim Kavallerie. Oh mein Gott! 140. Die habe ich auch ziemlich gut benutzt, glaube ich. Jetzt alleine zwei Level Freeman platt gemacht. So. Ich weiß, der römische General, der predigt Güte, aber der mazedonische General. Der predigt Versklavung! Ja, der predigt Versklavung, du sagst das. Ja, dann laufen die einfach trotzdem weg. Ja. Trotzdem sind die jetzt versklavt. Boah, korrekt, ey. Also plus 6. Plus 6 Minuten müssen wir hier rationen, ja. Unser verborgener Agent wird, der war doch nicht verborgen, der war doch schon Verschleißbericht, Alter. Nahrungsmittelknappheit. Boah, ey, bei mir rastet gerade richtig aus, ne? Die Kacke ist richtig am Dampfen. Ah, und wir haben Winter, ey. Das ist nicht geil, ne? Man mag Winter. Ja, vor allem nicht. Außer die Stark. Aber Stark ist tatsächlich, Alter, wenn ich die zumindest zurück ins Dorf ziehe, vielleicht sterben die da ja nicht so schnell. Vielleicht gibt es da ja mehr Essen. Ja, dann können die wenigstens die Bevölkerung ausrotten, das ist mir egal. Andere Soldaten würde ich auf jeden Fall, gegnerische Soldaten würde ich auf jeden Fall verschonen, aber meine eigene Bevölkerung, nee. Ja, die verhungert. Nee, die wird zu Sklavenaufständen und Sklavenaufstände wird zu Hastati-Training. Das ist die Reihenfolge, wie ich mein Weltimperium plane. Weil, weißt du, ich lasse die überleben, damit die Güte des Römischen Reiches verbreiten, ne? Und in Wirklichkeit bringe ich die dann einfach um. Weil ich dann in deren Dörfer reingehe und deren Essen klaue und die dann verhungern müssen. Das heißt, die sterben noch viel qualvoller. Weißt du, mein Plan ist einfach noch viel grausamer, als die meisten denken. Ja, du denkst, ne, du verschonst die Feinde, aber das ist nicht, weil du nett bist. Sondern weil ich sie noch grausamer töten werde. Willst du, dass die mehrere Schlachten verlieren, bevor die dann endlich sterben und dann Schind und Schande? Wie kann man denn hier Handelsrouten angreifen? Du musst dich da draufstellen. Einfach nur draufstellen? Ja, aber nur mit Schiffen. Ja, ich habe ein Schiff da draufgestellt und der blockiert die nicht. Ach, vielleicht gibt's ja bei mir mal irgendwas mit Diplomatie, was ich machen könnte. Ja, kannst mit grünen Leuten versuchen zu handeln, der Rest macht das eh nicht. Mit grün? Das bist dann du. Ja. Gut, dass wir schon handeln, ne? Ja. Komm, machen wir hier mal Diplomatie infiltrieren. Willkommen. Ich öffne euch die Türen und erwarte verträgliche Gespräche. Handel ist eine schlechte Idee. Das einfache Volk soll sich nicht vor dem... Okay, dann mit denen schon mal nicht. Mit wem kann man sonst... Etruskische Liga... Alter, die haben echt alle Hass mit mir. Die hassen mich alle. Ich sag dir das. Vielleicht mit denen. Guck mal, die mögen ja, dich Rom. Doch. Ja, weißt du, nur weil ich Rom bin, das ist genauso, wie wenn ich sage, nur weil ich schwul bin oder nur weil ich schwarz bin. Und ich bin schwuler Schwarzer, weil das klar ist. Volk als ehrenhaft bekannt ist. Denn die schwul und schwarz confirmed. Morgen kommt ein Beweisvideo. Ich hab ein Handelsabkommen mit jemandem gemacht. Sie haben oh mein Gott. In Gesprächen und inniger Freundschaft geführt. Ich stimme zu. Ach, danke, ja. So, jetzt gehe ich zu denen daneben und mach mit denen halt auch. Und die sind mit denen im Krieg. Nee, hä? Nein, verpiss dich. So, mit denen hier. Diplomatie. Die Götter lassen mich euch zu gehören, aber vergeudet nicht meine Zeit mit leeren Worten. Handelsabkommen brechen mit... Wat? Wat? Oh, mit dem habe ich schon. Was ist denn das da für eine kranke Scheiße? Vielleicht kann ich mit den Triballer noch. Die hören ja auch sehr seriös an. Seid gegrüßt, Alter, wie die Freund. Alle reden, wie die behinderten Menschen, ey. Alles, was ihr wünscht. Doch bringt uns Worte, die unsere Herzen erwärmen. Hat er so gesagt? Gibt's nicht was, was dir Food und Public Order bringt? Nee, bestimmt Weiß. Nicht. Das wär viel zu einfach, dann hat Game. Weißt du, so eine Polizei, die einfach dem Volk das Essen klaut. Und dir gibt, ja? Das wäre doch einfach die perfekte Polizei. Das wäre eine Polizei, die hättest du auch gerne, ne? Ich würde das Spiel sogar mal, ich glaube, ich probiere dieses Spiel, das friedliche Rom zu sein. Doch, da, Alter, ich hab's. Pass auf. Poseidon-Tempel, die bringen dir
9 Food plus 2 Public Order per Turn in den letzten Phasen. Oder wir geben dir halt kein Geld, ne? Es gibt aber quasi immer so ein Dreieck, ne? Oben ist halt Geld, dann ist unten einmal Food und einmal Public Order. Und du musst halt immer aussuchen, was du haben willst. Kann ich euch behilflich sein? Aha. Ja. So, jetzt schneit's bei mir hier. Da gehe ich mal lieber weiter südlich, denn im Süden ist einfach geiler das Wetter. Apfeln in Süd. Der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Der Sonne hinterher. Okay. Hinterher. Hinterher. Und ich sag, ey, ab in den Süden. Okay. Das reicht jetzt. Ja, das reicht jetzt an. Auch noch für Unterhaltung. So, jetzt baue ich mir noch ein paar Truppen. Oder vielleicht habe ich auch wegen den Truppen so viel Hunger. Wo kann man denn Truppen bauen nochmal? Nee, ich glaube nicht, dass. Du musst auf deine Armee klicken in der Stadt und dann unten auf das Symbol der Truppen aufrüsten oder was. Nicht, aber Mercenaries anheuern. Ja, die sind sinnlos teuer, das weiß ich ja schon. Kosten pro Runde irgendwie so viel, wie du die angeschafft hast oder was. Das ist richtig behindert. Ja, auf der anderen Seite, dafür sind die halt instant da und du hast quasi direkt eine dicke Armee dann. Alter, ich kann 6 Truppen Hastati in einer Runde bauen. Ja, gut. Sollst du halt gucken, ob du das machst, weil dann direkt die Hälfte davon wieder verhungert, ne? Das ist mir ja egal. Also ich probiere die Sterbenden wegen Hunger einfach auszugleichen mit neuen Truppen. Weißt du, die haben ja eh noch keine Erfahrung, das ist mir dann ja auch egal. Jetzt ist eh too late. Too late, Mate, Junge. Ja, irgendwie haben wir es hier irgendwann verloren. Ja, ja, am Sack, ey. Zack, zack. Weil ich die komische Tusse getötet habe, sind jetzt alle sickig. Welche komische Tusse? Ja, die gesagt hat, dass sie einen Bastard und so hat. Ja, die hast du doch nicht getötet, die hast du verschwinden lassen, Tim. Das ist wie, wie in den USA. Das ist alles sehr legitim, ja, ja. Der mit Autos da wegkommt, lass mal Auto-Battle machen. Ja, okay. Wenn du mir den Button jetzt gibst, gib mir den Button. Nee, ich würde gern zusehen. Boah, zack, zack, und jetzt. Zack. Einfach niedergestreckt. Du erbarmungsloser Wichser. Und alle versklaven, ne? Er lässt mich die Stadt belagern. So läuft das hier nicht bei mir. Und dann musst du noch seine Familien ausrotten. Und Kinder töten. Aha, was ich vorhab. Okay, ich kann machen Siege Expert, Accomplished Skirmishers oder Vermittelt Spearman. Spearman klingt gut, weil ich keine anderen Sachen habe. Sabotage, kann ich irgendwas sabotagen? Will ich das machen? Nö, eigentlich nicht. Du kannst die Stadt anzünden, das hat bei mir vorhin voll geholfen. Ja, das kostet aber Geld. Ich brauche das Geld für so andere Sachen. Ja, stimmt. Ich kann eh im Moment nichts bauen, weil einfach meine Fähigkeiten einfach, also meine Technologie reicht einfach nicht aus, um irgendwas zu bauen. Und deswegen kann ich nichts bauen. Ich muss das hier, glaube ich, leider eine kleine Armee hochziehen. Leider. Aus dem Grunde. Der Linkstyp, links neben mir, der Epirus. Da ihr Stress schiebt. Wo ist eigentlich die Armee von Athen, wenn ich mal fragen darf? In der Stadt, Alter, drin, oder? Ist der Typ dumm, der hat hier die dicke Armee stehen, in Athen, ne? Und hier oben in der Larissa hat er nichts stehen, obwohl da ist die Armee von ihm runterkommen. Aber hey, ist gar nicht so schlecht, wenn der Larissa nehmen sollte, komm ich danach, mach dann platt, da hab ich Larissa eingenommen, ohne Athen zu nerven. Ja, ist ja chillig. Boah. Und danach erklärst du Athen einfach den Krieg. Ende. Ich finde das, die Taktik genial. Ja, gut. Wollten wir nicht eigentlich nach links expandieren, also so ein bisschen zusammenführen? Ja, ich muss jetzt mal meinen eigentlichen Feind platt machen jetzt. Ja. Na gut, bevor der nachher deine Backdoor kam, shot, ne? Kann ich hier eigentlich ausladen irgendwie? Ja. Kannst du was einladen, ja. Nämlich einen fetten Dick? Ja. Kannst du nicht? Legends. Zack. Ah, hier. Okay. Okay. Aha, aha, nein. Ich möchte kein Peace Treaty mit dir. Nicht für 240, ey. So billig bin ich nicht. So. Forschung abgeschlossen. Nice. Verschleißbericht. Nahrungsmittelknappheit, korrekt. Immer noch? Ja, ich bin jetzt bei minus 2. Ich kann aber auch nichts Neues bauen, deswegen, das ist eigentlich mir auch mittlerweile echt. Wann ist der Hafen fertig? Nächste Runde oder was? Ne? Ja, müsste nächste Runde sein.
Ja, nächste Runde hat sich auch 90% meiner Armee in Scheiße aufgelöst. Ja, aber ich sag mal so, solange die Truppen nicht komplett verschwinden, können wir noch eine Truppen drin haben, rüsten die sich ja wieder langsam auf. Das heißt, da muss ich nichts Neues bezahlen. Ja, okay, das ist natürlich schon eine aber korrekte Kosten Truppen, oh mein Gott, Truppen mit 10 Leuten kosten genauso viel Truppen wie Truppen mit einem also mit einem Typen. Oder volle Truppen kosten genauso viel vom Unterhalt wie Leute mit 10. Hä, was? Also, der 10er-Trupp Astarte hier, über die da in der Armee ist, ne? Der ganz linke. Ja. Der kostet Unterhalt 90 und der ganz rechte, der volle, kostet auch 90. Ich weiß. Willst du ja nicht zusammenziehen, die das linke Haufen packen? Nee, ich will die ja nach Möglichkeit behalten und nicht sterben sehen. Achso, ja, dann gut, aber ist halt die Frage, ob das sich Geld her rentabel ist. Ja, ich lasse die dann 2 oder 3 Runden in der Stadt und dann sind die wieder full, ist doch in Ordnung, oder? Runden, bis die Einheiten vollständig verstärkt sind, 7. Es geht 10. darum, wenn du jetzt zum Beispiel 5 Truppen zusammenziehen würdest, dann würdest du 5 oder 4 mal 90, also 45, also 450 Tacken sparen. Die Sache ist, eigentlich hast du recht, aber ich weiß nicht, wie das geht mit dem Zusammenziehen. Muss ich die einfach alle markieren? Also die markieren, die da zusammenziehen, wirst du jetzt oben so einen Button. Der ist nicht ganz oben, das ist Dismiss, und da drunter ist dann so ein Button. Nee, kann ich im Moment nicht nehmen, weil die unterschiedliche Ausrüstungsgrade haben, Erfahrungsgrade. Also, dann musst du die nehmen, die halt nicht Erfahrung haben. Ja, richtig, die haben aber, also, ist, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal. So, ich möchte nämlich wissen, ich habe hier gerade irgendwas gelesen mit mehr Nahrung. Du brauchst, ich brauche, was denn, was für eine Forschung brauche ich denn jetzt? Geh mir doch nicht auf den Sack, ey. Ich brauche Stadt. Nee, Oliven. Stadt müsste eigentlich. Ach, keine Ahnung, ey. Wo kann man das hier machen? Philosophie. Wo ist die Gyros-Pizza, wenn man sie braucht? Alter, Gyros-Pizza ist einfach das bessere Projekt. Aber wer ist das hier? Das ist von oben, ey. Ich will eigentlich gar nicht militärisch weitergehen, deswegen macht das für mich gar keinen Sinn, weil ich nicht finde, wie ich meine, ach, da Weinhandel, ach du Scheiße, noch mindestens 13 Runden, ja genau, ey. Boah. Ja, sonst warte erstmal, bis nächstes Mal dein Hafen fertig ist und dann ist alles cool. Ja, ja, nächste Runde ist auf jeden Fall schon mal gut. Die Sache ist, ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht noch irgendwo... Alter, kann ich... Ich baue das um, ey, ohne Scheiß. Das braucht eine Runde zum Abreißen in Rom, ey. Ne, ohne Scheiß, dann reiße ich das nicht ab. Da lasse ich das lieber. Dann kann ich in Rom wenigstens meine Frontarmee ausbauen. Da muss ich jetzt meine Inseln dazu kriegen. Ich habe keine Inseln. Da muss ich alles andere dazu kriegen, besser zu werden. Zu euren Diensten. Okay, Runde beenden. Ich habe nichts ausgegeben, weil ich nicht kann. Okay, was habe ich? Das heißt, ich kann im Moment 2500 geben, wenn du was brauchst, ne? Zu meinen netten Verbündeten, die alle probieren zu töten und zu versklaven. Ihr seid echt nett. Zack. Troubled Populous, was ist? Die People of the Province. Die sind unhappy. Ja, ich weiß, dass ihr unhappy seid, aber nächste Runde werden 3 Gebäude fertig. Da wird wohl irgendwas bei sein für euch. Ich baue eine größere Stadt, ich baue einen Tempel und ich baue ein Forum. Da wird ja wohl irgendwas bei sein, dass die da nicht heulen. Ne, das sind einfach undankbare Noten. Oh, ich kann Axt. Also, das ist ein Axtwerfer, what the fuck? Ja, Axtwerfer baue ich nicht, das ist ja Schwachsinn. Ah, war kein Geld. Egal. Sarissa Cav, was können die? Chargebonus 62. Na, ist okay. So, nun zu meiner Armee. Okay. Ah, komm, dann machen wir jetzt kurz Auto-Battle. Die paar Penner, die da drin sind. Ich guck gerade nicht zu. Machen wir eben Auto-Battle. Da! Auto-Battle! Ja, gut, das wäre jetzt echt ein bisschen unnötig. Ah, ihr mit dem. Oh, Alter, durch den Hals durchgelöst. Der hintere stirbt sogar, obwohl er ganz berührt wurde. Doch, das ist durch den Hals durchgegangen und der wurde geblendet von dem Blut. Und in dem Blut waren Pestizide drin und durch die Pestizide ist dann da vergiftet worden. Occupy. Alter, du hast 200. Geil! Alter! Alter! Und da ist es deins. Hast du ausgelöscht, die dummen Kanaken, oder nicht? Ja. Okay. Das sind wirklich Kanaken hier, also heult nicht rum, ja? Das hier ist die Türkei. Geht mir nicht jetzt auf den Sack.
Mit euren rassistischen Vorwürfen. Ah, ich will was machen. Ah, das ist gar nicht das die Türkei, oder? Doch, das ist die Türkei. Hier ist die Türkei. Das ist direkt an Kanakistan dran. Alter, oder? Was ist denn das für eine scheiß Map, ey? Warte. Griechenland. Ist Griechenland ein bisschen weit südlich eigentlich? Hier, wir sind hier in Griechenland. Nee, nee, aber hier, das ist doch. Das hier ist doch die Grenze zu. Urbanien, oder? Also, wenn du in die Richtung gehst. Also das hier. Und? Das hier ist doch die Meerenge von Gibraltar. Alter, Junge. Oh, also, ich wollte doch nicht kämpfen. Mach mal Retreat eben. was geht denn hier? Was geht denn hier bitte ab? Das ist der. Der ist aber eigentlich ein Kollege, Mann. Der ist sonst in der Kampagne immer ein Kollege von mir gewesen. Warum brennt denn alles von mir? Convert. Aus Spaß, meistens. Convert. Bord. Wieso kann ich nicht benutzen? Weiß ich nicht. Boah, warte, dann brech ich mal kurz hier drüben den einen Fritzen ab. Den Pikeman und holt mir dafür lieber hier ein paar Gebäude. Ja, Mann. Gebäude sind einfach die besseren Dinge. Na, kann ich trotzdem nicht, bitte. Homestead. Ich kann dir noch Money geben, ne? Ich habe gerade echt was übrig, weil ich kann nichts bauen aktuell. Nichts. Ach so. Also, wenn du irgendwie so 2000 oder so noch brauchst, dann hätte ich ja, die übrig. Ja, dann handel ich dich mal eben dezent an. Ja, du meinst, du gammelst mich mal gerade dezent an. Bekannt für eure Weisheit und Voraussicht. Payment, mal so. Von Athene selbst gesegnet. Ja. Ich bitte euch daher um eure Aufmerksamkeit. Ja, das finde ich ist ein fairer Deal. Ja, finde ich auch. Ich grüße. Er grüßt mich. Ja, direkt mal weggelunzt, den kleinen Spornacken, ey. Damn. Nice. So, die Armee ist auch am Aufrüsten. Nice. Gefällt mir doch. Also, warum ist denn mein Companion Cube fast im Arsch? Ach, hey, du hast einen Companion Cube? Den gibt's doch nur im Portal. Der läuft doch. Nice. Cool. Die Forschung läuft auch. Wirtschaft wird sich nicht viel. Ah, doch. Da handel ich nicht mit Athen. Ja, den. Das ist in der Tat die Frage der Fragen der Fragen. Von Alter, Fragen. Das sind meine Schutzbefohlenen und die wollen nicht mit mir handeln. Kannst du denen nicht befehlen, mit dir zu handeln? Ja, das frage ich mich auch gerade. Noch nicht. Egal, dann halt nicht. Okay, never mind. Aber der Frieden ist im Osten gesichert. Ja, gesichert, ne? Mit dir und Frieden. Guck mal. Oh, Epiros bietet mir 420 an. Ja, 420 nehme ich auch nicht. 420 Blaze it oder Braze it? Verstehst du wegen Preise die Sonne? Ja, ich weiß, ich halte das Maul jetzt. Was mir gerade echt positiv auffällt, ne? Es gab immer noch keine Desynchronisierung. Ja, das ist krass, wir haben nicht schon was. Verschleißbericht, ja, der ist mir egal. Auch plus 4 Nahrung, Junge. Jetzt kann ich erstmal richtig wieder durchrippen. So, ist jetzt meine Armee da unten immer noch am krepieren oder nicht? Nein, sie. Oh, Junge, sie hält. Der Fischhafen. Minus 4 öffentliche Ordnung. Nehme ich. So, wie kriege ich jetzt die öffentliche Ordnung dahin? Ihr benötigt 3 Bevölkerungsüberschüsse. Was ist bitte Bevölkerungsüberschuss? Das ist, wenn du, was ich, so gut hast und da krasse große City hast, dann kommen da Leute hin. Also du musst entweder, also auf der einen Seite warten, auf der anderen Seite musst du die große Stadt upgraden, das erste Gebäude in jeder Stadt. Polis musst du upgraden. Also das kann ich doch gar nicht, gar nicht. Achso, das, dieses Garnisonsding oder was? Ah ja. Meine ich. Also mir war es zumindest gerade so. Ach ja, jetzt checke ich auch endlich, was das hier soll. Wie kann man das denn bitte bauen? Ich finde es dämlich, dass da nicht dran steht, was man braucht, damit das gebaut werden kann. Sondern einfach nur, ihr Bau ist nicht möglich, ihr verfügt nicht über den, die für diesen Bau benötigten Gelder. Okay, das macht Sinn. Never mind. Alles klar, Janneke. Okay. Ich kann gar nicht wissen, was ich hier falsch mache. Okay, never mind. Kann man hier nicht noch irgendwas machen? Nicht? Nicht? Okay, ist mir eigentlich auch Wumpe. So, die Technologie wird durcherforscht. Wir haben eine Technologie erforschen lassen. So, ich will eine größere Armee jetzt. Schnell. Hastati, Junge. Okay, es gibt nur noch einen Hastati. Dann will ich mir noch was rekrutieren. Hastati nämlich.
Alter, ich kann mir Söldner-Gladiatorinnen kaufen. Das ist ja mal richtig genderfreundlich, dieses Game. Nee, wenn die im Kampf sterben, sagen die Feministinnen, oh mein Gott, wie könnt ihr das nur machen? Ist echt so. Bauen abschlachten lassen wie Vieh. Wie fies, das ist ein Recht, das ist den Männern vorbehalten. kann ich hier unten vielleicht noch irgendwas rekrutieren? Weil das würde wahrscheinlich, stellen nette Menschen in der Armee Freundlichkeit in der Stadt wieder her. Wenn du nette Soldaten in der Stadt rumstehen hast, ist deine Stadt weniger dazu angeneigt, Aufstand zu machen. Finde ich gut, es gefällt mir. Yes. Oh, was sagst du denn dazu? Deine Städte hier. Tullis hat doch. Wo hat denn Tullis mit dem Land? Das hier oben ist der Rest von Tullis. Wenn das Boot kaputt ist, haben die verloren. Junge, du hast gerade Tullis gesagt, ey. Ich raste aus. Das ist doch Tullis. Ja, das ist mir aber egal, ey. Das hört sich an, als ob wie so ein Tünnes oder wie so ein Schwuppen. Ein Schwuppenhasser. Aber weißt du, was ich jetzt mache hier? Das nervt mich. Das ist eine ganze. Auch eh keine Flotte. Also wird die Flotte dezent gelöscht. Nein! Schenk die mir! Geht das? Als ob du deine Flotte jetzt gelöscht hast. 500 Einkommen mehr erwirtschaftet gerade. Ach, Junge. Durch dezente Personalkürzungen. Du könntest Manager werden. Ja. Diese Abteilung wirft zu wenig Plus ab. Töten wir alle. Nee, warte. Lassen wir alle verschwinden. In Nordkorea, ey. Der ist eigentlich mein General. Antigonos. Nee, Antifa. Antigonos. Sag Secure Promotion. Oh, hab ich gewonnen? Warte. Wo ist denn der Hafen von Rom eigentlich? Muss ich ja hochfahren? Alter, Rom ist die Dreck. Wie kann diese Stadt so groß auf der Karte sein und so scheiße in allem? Das geht doch gar nicht. Alles. Tim, das geht nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht, Junge. So, fertig. Wow, wow, wow. Alter, bei mir gibt's Korruption. Alles klar, Sparta hat mir gerade mein Bündnis gekündigt. Dunkelheit umhüllt uns, doch ihr könnt das Licht für mein Volk sein. Ich bitte demütig um ein Abkommen. Diese komischen Adanai möchten mit mir einen, möchten für 420 mit mir einen Nichtangriffspakt. Ich habe mit also denen die Handelsabkommen. Geben die 420? Ja, ja, die geben mir. Ja, mach doch, nicht anders. Ja, und ich habe mit denen schon ein Handelsabkommen. Ja, doch, crazy, ja. Annehmen. Das sind übrigens die nördlich von Epirus. Das ist so gut, das noch. Ja, wohl. Richtig, dann habe ich mit denen erstmal Friendly Fire hier. Freunde. Sag mal, wenn du ganz Italien erstmal gesichert hast, bist du den ADA-Gedöns? Ja, ich bin ja gerade nicht mal am Angreifen. Also ich chill ja gerade erstmal meine Basis und probiere meine Bevölkerung aus. Können wir auch erstmal Bündnis zwischen den Fraktionen. Oh, Sparta und Makedonien. Oh, Shots have been fired. Ja, ich weiß schon. Du bist raus. Aus dem Projekt. Das ist nämlich Mission abgebrochen. Ziele. Verübt eine Attentat auf den folgenden. Alter, halt doch dein Maul. Erobert die folgende Siedlung. Arimium. Schatz. Nö. Das sind meine Friends hier. Ich weiß, dass das nicht meine Friends sind, aber es ist mir eigentlich auch egal. Guck, meine Armee hier, den Roma, die baut sich langsam wieder auf. So, wie kann man denn. Ich will was bauen. Irgendwas Sinnvolles. Das war sinnvoll. What? Okay, also Neapel ist auf jeden Fall eine deutlich größere Stadt. Ich weiß immer noch nicht, woran ich sehe, wie viele Menschen in Neapel leben, aber. Kannst du sogar sagen, klickst du die Stadt drauf, ja? Ja. Da steht da über dem Namen diese grüne Leiste da. Nee. Doch. Doch, okay. Alter. Okay, krass. Das heißt, 1. Ja, ein Überschuss ist das, meine ich. Alter, wie kann die Stadt Rom so scheiße sein? Das ist die dreckigste Kanaken, die dreckigste Italienerstadt überhaupt. Kanaken waren hier hinten, ne? Ich scroll da gerade hin, hier, das. Entschuldigung. Kunde mit dir, Niklas. Hier, Mädels, ne? Hier ist Italien, ne? Diese Insel hier unten, ja, das ist Grönland. Ja,
Syrakus liegt mitten in Grönland. Ich sag euch. Und ich weiß auch nicht, wie Karthago nach Grönland gekommen ist. Das war eine echt krasse Reise, muss ich euch sagen. Ja, Atlantis, sage ich nur. Atlantis ist in Wirklichkeit Grönland, das weiß noch wieder keiner. Okay, ja, chillig. Dann habe ich ja eine Armee aktuell. Ist mir gut aufgefallen, oder? Wenn ich jetzt dahin ziehe, stockt meine Armee dann auch auf? Boah, chillig, ey. Oh. Okay. Toastbrot. 6 Runden. Baubrot. Korrekt. Weil dann gehe ich damit danach direkt mal hier oben Spaß mit Amirium. Die meine ich. Alter, ich habe so viele Sachen bekommen. Motivated Populace. Das freut mich, dass die Leute da happy sind. Kriegt ihr erstmal einen Tempel, ich weiß nicht welchen. Construction Report. Tribal Confederation. Meine Festplatte raste gerade aus. Search complete. Increase Rank. Ja. Alles im Rank increased. Nice. Ja, nice. Das ist echt nice. Corruption. Das ist der Spion. Kann man hier vielleicht noch... Eigentlich eine gute Frage. Ob das hier Technologie... Ja, die brauche ich auf jeden Fall, oder? Weinhändler. Genau. Und dann Weinhandel. Ach so, hier, wenn ich dann... Wo war denn mein Weinhändler? Olivenstadt. Ja, die gefällt mir. Weiß zwar nicht, was das damit zu tun hat, aber... Hast du zufällig noch was Money? Ich habe 127, wenn dir das hilft. Das ist nicht so viel. Dem hast du gerade schon 1500 bekommen oder sowas. Ja, ich weiß. Hey, jetzt geht reicht für meinen Tempel. Ja, so, was nehme ich jetzt für einen Tempel? Ich habe einen Schrein der Athene. Was bringt man das? Bin Müll. Schrein des Zeus. Ah, okay. Schrein des Poseidon. Guck mal hier. Food, Public Order und noch Geld. Nee, gar kein Geld. Moment. Ich habe Schrein des Neptun. Das ist öffentliche Ordnung und Panem et Kirkunses Erlass. Das ist auch Nahrung. Also Nahrung, Alter, das ist ja Tempel des Neptun. Warum habe ich den nicht überall? Oh, doch, habe ich. Daneben habe ich Schrein des Jupiters. Ich will eigentlich noch ein bisschen Money kriegen. Habe ich nicht was mit Money? Oh, da ist Money. Public Order, gib mir das. Ein bisschen Food weg. Ja, ich habe genug Food im Moment. Cool. Ja, korrekt. Ja. So, meine Armee steht da auch erstmal sicher drin. Korrekt! Oh, und dann in dem Sinne, ne? Wir sind jetzt bei 33 Minuten irgendwas. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel wir am Anfang aufgenommen haben. Vielen Dank für mal wieder nichts. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn nicht, dann ist das eigentlich auch nicht so wichtig. Weil dann könnt ihr einfach mal ein Dislike da lassen und dann einen Kommentar reinschreiben, wie ihr seid. Scheiße, ihr dummen Spasten. Wenn ihr die nicht da lasst, dann nehmen wir das einfach als positives Feedback, ja. Und ansonsten habe ich Forschung abgeschlossen. Möchtest du noch irgendwas sagen, Tim? Gyros-Pizza schmeckt geil. Alter, Gyros-Pizza, das Projekt des Tages. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.